Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Videoreihe C#. Heute geht es ums Thema Variablen und zwar insbesondere ums Thema Grundlagen. Wir kümmern uns heute um ein paar Begrifflichkeiten, ein bisschen Theorie, damit ihr das Ganze besser versteht, was quasi behind the scenes passiert, und danach geht es im nächsten Video an die diversen Datentypen, die wir haben, sowie wahrscheinlich im darauffolgenden Video dann an Operatoren. Deswegen drei Videos, ein Thema. Wir fangen an mit den Grundlagen nach diesem Intro. Viel Spaß! So, damit nochmal hier unten den kleinen herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Wie immer an der Stelle der Hinweis für alle, die nicht verpassen wollen, lasst doch gerne ein Abo da und drückt doch gerne aufs Glöckchen. Wenn es euch am Ende des Videos gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr gut findet und was nicht. Nun, zunächst einmal, hier seht ihr unser Programm vom letzten Video. Ein simpler Dialog, der hat ein paar Texte ausgegeben und ein paar Texte einlesen gelassen. Jetzt haben wir da relativ simple Sachen gemacht. Ein paar Anweisungen, ein bisschen was schreiben, ein bisschen was einlesen. Bevor wir jetzt natürlich unser Programm hier verändern, gehen wir zuerst mal heute ins Teil Nummer 1, in den Teil Nummer 1, hat er gesagt, und zwar in die Zahlentheorie. So, um euch die Zahlentheorie einmal zu erklären, habe ich euch hier eine kleine Excel-Tabelle vorbereitet. Nun, wie fängt man am besten an? Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und zwar muss man überlegen, wie schreiben wir und was versteht der PC? Naja, wir schreiben Zahlen von 0 bis 9. Der PC, der kann nur Nullen und Einsen. Da ist ein gewisser Unterschied drin. Jetzt ist es aber so, dass man ja auch von dem einen in das andere System interpretieren kann. Wir können meinetwegen eine Hexadezimalzahl oder eine Dezimalzahl, eine Oktalzahl oder eine Binärzahl in einem anderen System interpretieren und verstehen. Dafür gibt es Zahlensysteme. Wir fangen bei dem Binärsystem an. Nun, prinzipiell in der Elektronik hat ja alles ein Bit sozusagen oder eben diesen Wert, kurz gesagt, 0 für Strom aus oder 1 für Strom an, bzw. Strom gesetzt. So kann man bei der Informatik auch denken. Nur hier ist es so, wir haben nicht ein Bit. Bit ist nur der Begriff für eine Ziffer oder eine Stelle einer Binärzahl. Bei uns geht es darum, wir haben ein Byte. Byte sieht folgendermaßen aus. Das ist quasi ein Block von 8 Bits, in dem zufolge eben jedes Bit davon hat zwei Werte, hier 0 oder 1, und wir haben halt 8 davon. Wir können damit 256 Werte darstellen. Wieso diese Zahl jetzt? Naja, ganz einfach. Wir haben hier zwei Werte, also 0 oder 1. Wir können hier 0 oder 1 abbilden. Demzufolge haben wir 2 mal 2 Werte, das sind 4, mal 2 sind wir bei 8, mal 2 sind wir bei 16, mal 2 bei 32, mal 2 bei 64, mal 2 bei 128, mal 2 bei 256, oder anders gesagt, wir haben 2 hoch 8 mögliche Werte. Das mal dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da für die Stellen irgendeine Bedeutung? Ja, die gibt es in der Tat. Diese Bedeutung ist bei uns sehr, sehr wichtig, denn es geht darum, wir wollen unsere Dezimalzahlen in der Binärform darstellen. Das geht, indem wir jede Stelle dieser als Zweierpotenz interpretieren. Das heißt quasi, wir gucken uns mal an, okay, wir wissen, das gesamte Ding ist 2 hoch 8. Jetzt fangen wir mal auf der rechten Seite ganz hinten an, also hier an der Stelle. Diese Stelle ist 2 hoch 0. Das bedeutet quasi, dort steht die Zahl 1. Wenn wir jetzt dieses Bit nehmen, stellen wir quasi 0 oder 1 dar. Wenn wir jetzt dieses Bit hier nehmen, dann haben wir 2 hoch 1. Demzufolge können wir hier den Wert 2 oder 0 darstellen. Damit, hiermit haben wir die 4, das bedeutet quasi 4 oder 0. Hier haben wir die 8, also 8 oder 0. Hier haben wir die 16, hier die 32, hier die 64, hier die 128. Also wir fangen quasi an zu zählen bei 2 hoch 0, gehen über 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 bis zu 2 hoch 8 minus 1, also sprich 2 hoch 7.
Wenn jetzt der Datentyp größer wäre als 2 hoch 8, würden wir meinetwegen 2 hoch n allgemein für die Zahl nehmen, also Anzahl an Bits, 2 hoch n, zum Beispiel 2 hoch 16, minus 1 und würden wissen, okay, das erste Bit vorne ist 2 hoch 15 groß, nach rechts absteigen 14, 13, 12, 11 bis 2 hoch 0. So viel dazu. Jetzt können wir zum Beispiel hingehen und mal irgendeine beliebige Zahl darstellen. Nehmen wir mal die 64, dann machen wir hier eine 1 rein und dann haben wir hier die 64 drin stehen. Das wäre quasi diese Darstellungsform. Machen wir die 16 noch auch Spaß an, dann sind wir bei 80. Nehmen wir noch die 4 dazu, haben wir hier die 84, die 1 sind die 85 und mit den ganzen anderen Zahlen hier kommen wir auf eine Gesamtzahl von 255. Jetzt sagte ich ja, es sind gesamt 256 Werte. Naja, wo fängt man an zu zählen? Bei der 0. Die 0 ist unsere erste Zahl in egal welchem Zahlensystem. Und genau das gucken wir uns jetzt nämlich mal an. Und zwar hier, welche Zahlensysteme gibt es? Naja, wir haben gerade gehabt, Binärsystem hier. Jede Stelle ist eine Zweierpotenz. Beim Oktalsystem haben wir insgesamt 8 Zeichen von 0 bis 7. Also ist jede Stelle eine Achterpotenz. 8 hoch 0, 8 hoch 1, 8 hoch 2, in der Schreibweise zumindest. Beim Dezimalsystem geht es darum, wir haben die Ziffern von 0 bis 9. Das bedeutet, jede Stelle, zum Beispiel nehmen wir mal die 123, dann haben wir die 3 ist 3 mal 1, wir haben die 2, die ist 2 mal 10 und wir haben die 1, die ist 2 mal 100. Das ist 2 hoch 0, das ist 10 hoch 0, das ist 10 hoch 1 und das ist 10 hoch 2. Demzufolge, so können wir auch da vorgehen. Beim Hexadezimalsystem haben wir mehr als 10 Zahlen. Und normalerweise würde man jetzt denken, okay, bei über 10, dann schreibt man die 10 ja hin. Nicht ganz. Hexadezimalsystem dachte sich, wir gehen von 0 bis 9 wie alle anderen und fügen dann für die 10 darzustellen einen Buchstaben hinzu, und zwar das A. Das heißt quasi, immer wenn man das A liest, hat man den Wert 10. Bei dem B reden wir von der 11, bei dem C von der 12, bei dem D von der 13, bei dem E von der 14 und bei dem F von der 15. Demzufolge ist es dort 16er Potenzen, 16 hoch 0, 16 hoch 1, 16 hoch 2 und so weiter nach links fortfolgend. Wie sieht es jetzt im Zahlensystem aus? Gucken wir uns mal an. Dafür haben wir diese Tabelle hier. Und zwar, die 0 haben noch alle gemeinsam. Genauso wie auch die 1. Da ändert sich bei keinem was. Jetzt haben wir gesehen, binär kann die 2 hier nicht. Die anderen 3 können es. Da gehen wir hin und haben nämlich genau diesen Fall. 0 mal 1 ist 0 plus 1 mal 2 ist die 2. Also schreiben wir 1, 0 hin. Die 3 wiederum, die 4, die 5, die 6 und die 7 können alle. Bei der 8 wird es wieder interessant, weil die 8 können nur noch 2 von den 4 Zahlensystemen. Und zwar, wenn wir jetzt Oktalsystem nehmen hier und wir stellen jetzt quasi die 8 da drin dar, was haben wir dann? Naja, wir haben 0 mal 1, das ist 0, plus 1 mal 8 und sind somit bei der Zahl 10, welche einfach im Oktalsystem unsere 8 darstellt. Gucken wir uns die 9 an, geht es da identisch. Und zwar haben wir hier stehen, 1 mal 1 plus 1 mal 8 macht in Summe 9. Das ist quasi die Darstellung davon. Da haben wir quasi nichts anderes wie die Zahl dargestellt. Binär, hier links, sind wir analog dazu. Die 9 ist dargestellt als 1 mal 1 plus 0 mal 2 plus 0 mal 4 plus 1 mal 8. Demzufolge 8 plus 1 ist wieder die 9. Jetzt sehen wir können hier anhand dieses Schemas diverse Zahlen in dem System abbilden. Wo es nochmal interessant wird gerade, ist zum Beispiel die 10. Die 10 können wir in nur noch hexadezimal darstellen, ohne dass wir eine Ziffer hinzufügen müssen. Da haben wir quasi jetzt das A stehen. Wie lesen wir jetzt bei Dezimal die 10? Naja, 0 mal die 1 passt, plus 1 mal die 10. Macht doch vollkommen Sinn. 1 mal 10 hoch 1 ist 10. Ja, kommt doch hin. Beim Oktalsystem haben wir 2 mal die 1 plus 8 mal, plus 1 mal die 8, so rum. Also 2 mal die 1 plus 1 mal die 8 macht 8 plus 2 ist auch wieder 10. So geht es quasi weiter. Und hier hinten links haben wir dieselbe Form davon. Wir haben nämlich hier die erste Ziffer bei den vier Stellen ist die 8.
Hier hinten haben wir die 2, 8 plus 2 ist wieder 10. Und so ist es hier unten auch bei der 16. Wenn wir nämlich jetzt das Hexadezimalsystem in der Reihe vervollständigen, müssen wir auf die 1, 0 wechseln. Weil was ist die Zahl 16 in Hexadezimal? Naja, sie ist nichts anderes wie 1 mal 16 plus 0 mal 1. Also 16. Das ist die Darstellung davon. Dezimal sieht so aus. Oktal ist 0 mal 1 plus 2 mal 8, demzufolge auch 16. Binär ist 0 mal 1 plus 0 mal 2 plus 0 mal 4 plus 0 mal 8 plus 1 mal 16. Deswegen, da ist jetzt viel Mathe hinter, aber so schlimm ist das quasi nicht. Man kann quasi diese Tabelle hier oben analog dafür nehmen. Anstatt jetzt 2er Potenzen reinzuschreiben, nehmen wir eben 10er Potenzen. Also meinetwegen hier die 1, hier die 10, hier die 100 und so weiter. Das kann man quasi genauso in der Form machen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie können wir denn Zahlensysteme nutzen, um eben eine Zahl, wie zum Beispiel Binärzahlen, in zum Beispiel Oktal oder eben Hexadezimal darzustellen. Das geht wie folgt. Und zwar gucken wir uns gerade mal an. Wir haben gerade gesehen, das ist Binärsystem mit Zweierpotenz. Geht 1 zu 1 genauso. Oktalsystem, wenn wir jetzt eine Binärziffer, die wir haben, oder eine Binärzahl ins Oktalsystem bringen wollen, dann müssen wir zuallererst mal Päckchenbildung machen. Das bedeutet quasi, wir unterteilen jetzt dieses Byte in Gruppen, die den Werten entsprechen. Oktal, nur kurz nachdenken, kann die Werte 0 bis 7, also 8 Werte insgesamt annehmen. Wir können 8 darstellen, indem wir die 1, die 2 und die 4 nehmen. Dann haben wir von 1 bis 7 alle Zahlen plus die 0, also eben Dreiergruppen hier bilden. Diese 3 Bits sind die erste Ziffer, das ist die 7. Die nächsten 3 Ziffern, das ist wieder eine 7. Das heißt, wir haben eine 7 und eine 7. Und vorne passen nur noch 2 rein, also haben wir 1 plus 2 und wir schreiben hierbei die 3 hin. Also wir fangen quasi fortfolgend an zu zählen. 1, 2, 4, 1, 2, 4. 1, 2. Das war's. Das ist Zählung davon. Damit können wir wunderbar diese Zahl von hier oben aus diesem System in das hier umwandeln. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir von der Binärzahl zurück in zum Beispiel Hexadezimal? Naja, Hexadezimal, was kann man da nochmal? Hexadezimal hat 16 Zeichen oder besser gesagt mögliche Werte, die man darstellen kann über einen Buchstaben von 0 bis F. 1 und 2 sind 3, plus 4 sind 7, plus die 8 sind 15, einschließlich der 0 haben wir 16. Aha, nehmen wir also einfach mal die ersten 4 Bits davon von einem Byte und schreiben die mal in Buchstaben rein. Naja, alle auf 1, also 1, 1, 1 und 1. 4 Einsen sind in Summe die 15 hier. Das heißt, das 15 aus der Tabelle oben ist unser erstes F. Wir gucken im zweiten Teil nach von diesen vier hier, 1 und 2 und 4 und 8, ist auch wieder 15, sehr interessant. Also können wir einfach hinschreiben F. Und somit haben wir quasi hier das Schema stehen, und zwar haben wir hier FF. FF im Hexadezimalsystem ist 255 Dezimal, ist 377 Oktal, ist in Binär einfach alles auf Einsen. Und so habt ihr jetzt quasi schon gesehen, so können wir positive Zahlen darstellen. Einfach die Potenz hinschreiben, die Stellen hinzufügen. Minimumswert für ein Byte ist dadurch die 0. Der Maximumwert ist quasi 2 hoch 8 minus 1. Und wir haben dadurch eben 255. Wichtiger Trick an dieser Stelle, wer das mal im Kopf üben will, auch Spaß. Wie könnt ihr zum Beispiel die 127 darstellen? Naja, ganz einfach. Die 127 ist die 128 minus 1. Das ist quasi ein simpler Trick. Und zwar, ihr macht diese 1 hier weg. Ihr wollt 127 haben. Und wenn alle rechts davon an sind, also alle rechts von der 128, habt ihr 127 da stehen. Das ist ein sehr, sehr simpler Trick. Einfach immer eins abziehen. Wenn ihr die 63 darstellen wollt, als Beispiel, also 64 minus 1, dann nehmt ihr einfach alle rechts davon und ihr habt die 63. Wollt ihr die 31 haben, nehmt ihr den Wert rechts davon, also 16, 8, 4, 2 und 1 und habt 31 raus. Das ist wunderbar, das ist sehr, sehr einfach zu merken.
So, deswegen, das sind quasi mal zwei Randinfos. Der kleinste Wert, der in Byte reinpasst, ist die 0. Der höchste ist 255. Jetzt ist es aber so, wir wollen auch negative Zahlen haben. Und da hat man die Idee gehabt, wisst ihr was? Wenn wir negative Zahlen abspeichern wollen, wir nehmen einfach das höchstwertigste Bit, das signifikanteste Bit, also das, was ganz links steht, und machen das mal minus 1. Dann haben wir hier stehen Folgendes. Und zwar, wir nehmen minus 128 hier vorne und können mal gucken, was ist jetzt der geringste Wert? Naja, minus 128 und alle anderen rechts davon auf 0, das bedeutet quasi, wir haben unser Minimum gefunden. Das ist genau das. Würden wir jetzt die rechten Stellen zusammen addieren hier, kriegen wir 127 raus. Ihr wisst ja, 128 minus 1 ist 127, also alles rechts davon, würden wir wissen, das ist unser höchster Wert. Dann habt ihr diesen Wert hier raus, 127. Das ist sehr, sehr einleuchtend und sehr simpel. Wir können mal auf Spaß gerade hingehen. Was passiert, wenn ich diese 128 dazu nehme? Naja, dann haben wir jetzt gesehen, das ist die Schreibweise in einem signed Byte, ist die Rede davon. Also in einem Byte mit Vorzeichen für die minus 1. Mache ich jetzt hinten die 1 weg, hier an der Stelle, zack, haben wir die minus 2. Und genauso geht das Schema quasi weiter. Wir wollen jetzt aber hier darstellen, was ist der Min, was ist der Max-Wert. Dafür reichen uns diese beiden Tabellen hier aus. 0 und 255, wenn wir nur positive Zahlen haben. Minus 128 bis plus 127, wenn wir Zahlen haben mit Vorzeichen. Und genau diese zwei Datentypen hier, Byte und S-Byte, also Signed Byte, gibt es auch bei C-Sharp. Es gibt genau diese beiden als kleinste Zuordnungseinheit, als kleinster Speicherblock, um eben Zahlen darzustellen. Und wie das jetzt aussieht, gucken wir uns jetzt mal in Visual Studio an. Und da sind wir auch schon in Visual Studio. Da haben wir nämlich unser Programm wieder vom letzten Mal. Jetzt legen wir mal das Byte und das Signed Byte an, und zwar hier drin. Wir haben gelernt gerade eben, Byte, nehmen wir es mal kurz A, hat den Wert 255 als obere Grenze. Mhm. Legen wir jetzt mal den Wert 256 da rein, dann würdet ihr direkt merken, es kommt ein Fehler. Und zwar, der Konstantenwert 256 kann nicht in Byte konvertiert werden. Ist ja klar, 256 passt nicht da rein, wo nur 255 der höchste Wert sein kann. Das geht ja nicht. Deswegen, da haben wir 255. Genauso als Gegenstück auch das Signed Byte B. Da machen wir mal minus 128. Das dürfte ohne Probleme hier ja gehen. Machen wir minus 129, kriegen wir auch hier einen Fehler und sagen, oh, das kann nicht in Signed Byte konvertiert werden. Das sind quasi die beiden Datentypen, die ihr kennenlernt, schon mal in diesem Video, bezüglich negativen und positiven Zahlen. Es ist natürlich so, es gibt noch viel, viel, viele mehr als nur diese zwei, weil wir haben teilweise in der Mathe oder in der Wirtschaft, ganz egal wo, Millionen, Milliarden Beträge, die wir darstellen. Und da reicht natürlich jetzt so dieses bisschen pinöppelige Anzahl an Zahlen hier nicht aus. Dann brauchen wir viel, viel, viel mehr. Jetzt aber erstmal zurück zu den Theorien. Was haben wir jetzt quasi hier gemacht? Wir haben jetzt zwei Variablen hier angelegt und ihnen einen Wert zugewiesen. Mit dem Gleichheitszeichen sagt ihr, wir weisen etwas, was auf der rechten Seite steht, jemanden, der links steht, davon, was zu. Das heißt quasi, wir haben hier 255 der Variable a zugewiesen. Das ist eine Zuweisung. Genauso wie das hier auch eine Zuweisung ist. Das hier ist übrigens auch nur als Begriff nebenbei schon mal der Zuweisungsoperator. Das Gleichheitszeichen einfach gemerkt. Das ist nicht zu vergleichen, das ist einfach etwas von rechts nach links zuweisen. Immer so. Jetzt haben wir mal einen Begriff hier stehen, und zwar Zuweisung. Ich gebe euch aber noch ein paar andere, die ihr kennen solltet. Und zwar nehmen wir mal den Begriff der Deklaration. Was heißt das quasi? Naja, wir legen eine Variable einfach nur an, oder wir legen etwas an, aber sagen nicht, was drin steht. Zum Beispiel bei C, fertig. Dann haben wir eine Variable deklariert, und ihr seht ja auch, als Hinweis vom Compiler schon, ein bisschen von der IDE für uns, die Variable C ist deklariert, wird aber nie verwendet. Sie hat keine Definition und hat auch keine Funktion aktuell im Programmcode. Ist natürlich ganz klar. Jetzt gehen wir mal hin und definieren das Ganze. Definition C ist gleich 4.
Eine Definition erfolgt in dem Sinne bei Variablen über eine Zuweisung. Das heißt quasi, wir müssen eine Zuweisung benutzen, um eben zu sagen, was hinter dieser Variable steht. Wie hier oben, 1 zu 1. Jetzt ist es aber so, da ist ein bisschen was mehr hinter. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Begriff, und zwar den Begriff der Initialisierung. Das heißt quasi folgendes. Wenn wir etwas initialisieren, so, dann wollen wir, dass eine Variable in dem Moment beim Anlegen direkt einen Wert reingeschrieben bekommt. Das haben wir gerade schon gemacht. Wir haben das hier oben nämlich gemacht bei unserem A und B. Wir legen einen Wert an und weisen ihn sofort beim Erstellen einen Wert zu. Das ist eine Initialisierung über eine Zuweisung. Das ist in einem Schritt anlegen und direkt reinschreiben, was du haben willst. Deklaration ist anlegen, ohne zu sagen, was reinkommt. Definition ist quasi sagen, was reinkommt. Also können wir uns das so vorstellen, eine Initialisierung ist quasi eine Deklaration und eine Definition in einem Step. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass hier unten mit einer Variable c anlegen würden, dass da nicht nichts drin steht. Naja, nichts steht da schon irgendwo drin. Was steht nämlich da drin? Wenn wir keinen Wert angeben, ist es bei allgemeinen Zahlendatentypen so, oder allgemein bei Variablen, die den Typ Zahl haben, also in dem Sinne Byte, Signed Byte und noch viele andere, die ihr im nächsten Video kennenlernen werdet, so, dass der Wert 0 reingeschrieben wird. Das heißt quasi, wir haben hier drin nichts anderes stehen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 als Binärdarstellung. Das heißt, das Byte ist quasi auf 0 gesetzt. Hinweis an der Stelle, es gibt Programmiersprachen, zum Beispiel, wenn ihr in C++ eine Variable anlegt, da muss es nicht zwingend so sein, dass da 0 überall drin steht. Es kann sein, dass ihr da, wenn ihr jetzt hingeht und eine Variable anlegt, dass da irgendein beliebiger Bitmüll drin steht und ihr erstmal vorher direkt das Ding quasi leeren müsst. Oder anders gesagt, ihr müsst aufpassen, was da reinkommt oder von Anfang an drin stehen soll. Das kann nämlich sehr variieren, je nachdem. Deswegen, hier haben wir quasi eine Initialisierung mit Wert 0. Hier oben ist es mit Wert 255 und minus 128. Kommen wir jetzt mal zu was noch Interessanterem. Und zwar einer Frage, wo sind diese Variablen jetzt eigentlich bekannt? Bis wohin gehen die? Nun, es ist so, Variablen haben einen Sichtbarkeitsbereich, einen Gültigkeitsbereich oder kurz gesagt einen Scope. Innerhalb dieses Scopes existieren diese. Wo ist das jetzt genau hier in dem Moment? Nun, ein Scope ist nichts anderes, ein Sichtbarkeitsbereich ist nichts anderes, wie die geschweiften Klammern, die ihr quasi hier seht, in Zeile 8 bei mir und in Zeile 28 hier unten. Das heißt quasi jetzt A, B und C sind nur innerhalb von Zeile 8 bis 28 bekannt. Nach außen hin, hier auf dieser Stelle zum Beispiel, wiederum nicht. Deswegen, da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber ganz wichtig eben, die Sachen sind hier nur bekannt. Wenn ich jetzt hier hingehen würde und auf Spaß sage, okay, ich erstelle mal noch einen weiteren Gültigkeitsbereich, dann haben wir meinetwegen zwei geschweifte Klammern hier. Und ich schreibe jetzt eben eine der Variablen, meinetwegen noch, mal kurz mal Byte D ist gleich 42 hier rein. Jetzt kann ich mit D hier drin, D ist gleich 43 machen. Das geht ohne Probleme, aber hier unten D ist gleich 4, hoppla, D ist gleich 44, so, dann merkt ihr hier, der Name D ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden. Na gut, das heißt auch Kontext, also ein Kontext ist quasi immer dieser Bereich hier sozusagen, also diese geschweiften Klammern, aber es kann auch viel größer sein, je nachdem auf welche Variable ihr euch bezieht. Der Kontext einer Variable, die hier oben steht, ist zum Beispiel der gesamte Bereich hier. Das heißt quasi, alles, was innerhalb dieser geschweiften Klammern, die außen sind, hier steht, in dem Sinne alle Methoden, wie zum Beispiel hier die Main, können quasi darauf zugreifen oder können darauf lesen oder schreiben. Hier ist es so, dass D ist tiefer als die Ebene, die wir hier haben. Deswegen, hier haben wir keine Chance, darauf zuzugreifen. Sehen, wie gesagt, der Name D ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden. Ganz einfach. Jetzt gibt es aber noch was. Und zwar, wir können jetzt unterscheiden, wo steht jetzt eine Variable oder wo soll sie im Allgemeinen stehen.
Jetzt ist natürlich die Sache folgende. Jetzt haben wir sie hier drin stehen, wir haben welche hier drin stehen und jetzt hier oben können wir auch noch welche anlegen. Da gibt es zwei Begrifflichkeiten. Was ist eine lokale Variable? Was ist eine globale Variable? Naja, nicht Klo wie im Sinne von Toilettengang, sondern eine global wie Erde, global eben. Ne? Lokale Variable heißt, sie ist nur innerhalb einer Methode oder eines bestimmten Bereichs sichtbar. Global heißt wiederum, sie ist innerhalb des gesamten Programms bekannt. Würden wir jetzt also quasi hier drin eine Variable anlegen innerhalb der Static Void Main unserer Methode, könnt ihr schon mal merken als Begriff, Methode ist die Main, dann ist dieses A, dieses B, dieses C nur hier drin bekannt. Legen wir jetzt aber hier oben eine, meinetwegen Static Byte A, wissen Sie nochmal kurz mal E draus, E ist gleich 42 an, dann ist dieses E jetzt innerhalb des gesamten Programms hier diesen Bereich bekannt, also innerhalb dieser Class Program. Mhm. Können wir das Ganze noch weiter nach oben rücken, gucken gerade mal aus Spaß, können wir es auch hier hinschreiben. Was ist hier der Fall? Member, wie zum Beispiel Felder oder Methoden, können nicht direkt an Namespace enthalten sein. Mhm. Das ist nämlich die C-Sharp-Regelung. Es muss innerhalb, also Variablen müssen innerhalb von dem Virtual Class quasi auftauchen, also hier so. Also quasi, ihr könnt die Sachen hier platzieren oder hier unten drin. Deswegen, hier haben wir jetzt eine globale Variable. Und hier drin haben wir lokale Variablen. Jetzt ist es natürlich auch so, jetzt können wir innerhalb der Main darauf zugreifen. E ist gleich 43, geht problemlos in dem Moment, ist bekannt hier, ups, geht ohne Probleme. Jetzt müsst ihr schon mal Folgendes merken, und zwar würde hier vor kein Static stehen in dem Moment, könnte diese Static-Methode, die Static-Main, darauf nicht zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt das hier haben würde, so, dann würde das hier nur gehen, wenn die Main auch nicht static wäre. In dem Falle so. Unsere Main muss aber immer static sein. Da kommen wir nicht drum herum. Deswegen, die hier darf auf keinen Fall hier das Wörtchen entfernt werden. Wofür das Wort static noch steht, werdet ihr noch kennenlernen. An der Stelle hier ist es aber noch zu viel. Deswegen einfach nur merken, wenn ihr Variablen in mehreren Methoden oder allgemein in mehreren dieser Art nutzen wollt, schreibt einfach mal Static davor für globale Variablen. Momentan reicht das als Info erstmal. So, und zum Abschluss noch eine wichtige Info. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt sowas wie, ihr habt eine Variable, dessen Wert ihr einmal festlegen wollt und niemals mehr im Programm ändern wollt oder dürft. Da gibt es was ganz Besonderes für, und zwar das Wörtchen const. Const sagt aus, die angelegte Variable in dem Moment, oder meinetwegen Bezeichnung, zum Beispiel meinetwegen machen wir mal const byte f ist gleich, nehmen wir mal auch nochmal den Wert 100. Dieses Byte, was wir hier anlegen, mit dem Namen f, das ist konstant. Wir können diesen Wert nirgendwo, egal wo wir sind, ob in der Static oder ohne Static oder ganz egal wo wir drin sind, wir können f niemals ändern. F ist gleich 100 hier in dem Moment. Werdet ihr merken, die linke Seite einer Zuweisung muss eine Variable, eine Eigenschaft oder ein Indexer sein. Das bedeutet quasi, wir haben hier oben nicht mehr eine Variable, weil sie ist konstant. Wir haben eine Konstante. Konstanten sind, wie sie schon sagen, konstant, nicht änderbar. Und dieser Wert ist für immer quasi geschrieben bis zum Programmende eben. Das heißt quasi, das hier klappt dadurch nicht mehr. So. Jetzt haben wir eine Menge gehabt. Also, wir haben jetzt über das Video heute folgende Themen behandelt. Erstens, wir haben gehabt Zahlensysteme. Dazu noch ein kleiner Einstieg hier an der Stelle, bevor ich es vergesse. Ganz wichtig. Warum haben wir das gemacht gehabt? Warum haben wir Zahlensysteme gemacht gehabt? Weil ihr könnt Zahlen in beliebigen Formen darstellen bei den Variablen. Und zwar wie folgt. Ich mache jetzt mal kurz nochmal drei Byte-Variablen. Machen wir kurz mal Byte-Binary. Ist gleich 0, Byte Octal ist gleich 0, Byte Hoppla, Decimal, bisschen Decim ist gleich 0 und Byte Hexa, die ist 0. So, jetzt haben wir hier nämlich 4 Bytes stehen mit der bis jetzt selben Zuweisung, aber die Unterscheidung beginnt jetzt nämlich. Und zwar,
Wir können nutzen Literale. Literale sind in dem Moment für uns ganz gut, um eben zu kennzeichnen, was jetzt hiervon ist jetzt ein Binary, was kommt aus dem Oktalsystem, was aus dem Dezimalsystem und was aus dem Hexadezimalsystem. Fangen wir mal bei Binary an. Für, wer eine Binärzahl hinschreiben möchte, der schreibt hier 0b hin davor und danach hinten dran zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wissen wir, okay, wir würden gerne den Wert, der hier hinten dran angegeben ist, also diesen hier, würden wir gerne hiermit in binär angeben. Mhm. Oktalsystem, wir schreiben einfach nur die 0 und da hinten dran noch eine 0. Das heißt quasi, die erste 0, die wir hinschreiben, sagt aus, die angegebene Zahl, die rechts davon ist, also diese hier in dem Moment, die 0, ist im Oktalsystem angegeben. Soweit, so gut. Bei Dezimalsystem ändert sich nichts. Wir schreiben einfach unsere 0 hin und sind fertig. Bei Hexadezimalsystem geht es ein bisschen bunter zu. Und zwar, stellt euch mal vor, jetzt haben wir gesehen gehabt, da geht es ja bis F. Da brauchen wir ja auch irgendwie eine Angabe, dass es das ist. Und zwar machen wir hier 0x davor. Das bedeutet quasi, wir möchten, dass diese 0, die wir hier rechts haben, hinter dem x in dem Hexadezimalsystem, dafür ist dieses Vorzeichen, bzw. diese Schreibweise da, angegeben wird. Als Beispiel, wir ändern mal die Zahlen auf 255, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen hier, dann müsste es glaube ich die 377 oder was sein. Irgendwie sowas war das doch. Ist so hoch. Kann ich schon bald konvertiert werden? Mach kurz mal Spaß, die 100. Erkennt er. Okay, die 100 erkennt er also. Man kann mal die 100 raus, das ist das gewesen. Das war die 64. Die 64 war hier das Ding. Wir machen die 32. Das ist in dem Moment hier oben 64 und 32. Das sind zusammen in Summe 96. Wir brauchen dann noch die 4. So. 64 und 32 haben wir 96 plus die 4 sind die 100. Das ist quasi diese Schreibweise hier. Hier haben wir 0, 100 und Oktal. Hier haben wir Dezimal, können wir einfach hinschreiben die 100 und jetzt in Hexadezimal überlegt, was brauchen wir dafür? Naja, hier hinten haben wir stehen die 4, das heißt, wir können quasi hier hinschreiben, das müsste die 4 sein. Hier vorne im Bereich haben wir, das ist eine 2 und eine 4, also die 64. Gucken wir gerade mal aus Spaß in der Tabelle noch nach, wenn wir es gerade können. Wir wollen die 100 darstellen. Also, die 100 ist ja in unserem Falle nichts anderes wie, wir gehen gerade mal hier hin, das hier plus das hier plus das, ohne das hier, das da und das da. So, 100, das ist das hier. Jetzt können wir hier ablesen. Okay, hier haben wir den Wert 4 stehen. Mhm. 4 ist nach wie vor das, was hier steht, die 4. Gut. Hier links war es insgesamt die 6, die wir ablesen konnten. Also müsste 64 sein. Sollte passen soweit. So, das sind quasi jetzt drei Schreibweisen, um das Ganze darzustellen. Eine wichtige Info noch. Ihr könnt, wenn es noch zu viele Zahlen sind, auch gerne Unterstriche verwenden. Unterstriche sind nur dafür da, um euch sichtbarer zu machen. Wir können quasi das Ganze in Viererblöcken sozusagen schreiben. Das nur als nebenbei Info. Also quasi... Ihr wisst jetzt, wie ihr Zahlen im Binärsystem Oktal, Dezimal, Hexadezimal anlegen könnt. Ihr wisst, was eine Variable ist, woraus sie besteht. Ihr wisst quasi, was jetzt für Datentypen gibt. Beziehungsweise in dem Sinne, was ihr mit einem einzigen Byte anstellen könnt im Sinne von positiven Zahlen und negativen Zahlen. Dann haben wir gehabt, was ist eine lokale Variable, was ist eine globale Variable. Im Zusammenhang haben wir mit Initialisierung, Zuweisung, Deklaration, Definition und parallel dazu auch eben den Sichtbarkeitsbereichen. So wie zum Abschluss vorhin das Wörtchen const für konstante Zahlen. Also eine Menge Input gerade für dieses Video und weil wir halt schon bei 34 Minuten knapp sind, Pi mal Daumen, mache ich an der Stelle hier für euch den Cut und wir machen im nächsten Video dann weiter mit dem Thema Datentypen, wo es darum geht, was können wir eigentlich für Zahlen oder wie groß können wir Zahlen eigentlich machen mit dieser Präsentationsweise hier. Deswegen für mich
ist eure Lektion quasi hier beendet. Und wie immer an der Stelle auch, das war's von mir für dieses Video. Wie immer nochmal der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt mir auch wirklich gerne in den Kommentar, warum, was gut war, was schlecht war. Ihr habt alle Zeit der Welt und mit eurer Rückmeldung kann ich die Sachen noch besser machen. In diesem Sinne, hier seht ihr jetzt gerade alle Socials verlinkt. Hier könnt ihr draufklicken, wissen Sie, die nutzen auf Social Media. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch gerne auf Discord kommen und dort die Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Nachmittag, Abend oder gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt C#. In diesem Sinne, bis dann. Auf Wiedersehen.